Und ich sehe gerade, warum sind die Türen auf beiden Seiten auf? Hä? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockel Gaming. Ich bin Seo Levi und ich sehe gerade, warum sind die Türen auf beiden Seiten auf? Hä? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Sim World 2. Warum sind die Türen auf beiden Seiten auf? Hä? Ich habe niemals die Türen auf beiden Seiten aufgemacht. Hä? Scheiße. Egal. Wir sind in Essen-Steele Ost und fahren auf der S1 Richtung Solingen. Und wir können auch schon die Türen schließen. Wohl. Ja, doch. Oh, wir sind ein bisschen hinterher. Ups. Ist eine halbe Minute hinterher. Ja, dann jetzt schnell weiter. So. S1 Richtung Solingen. Wir fahren aber nur bis Duisburg, weil die Strecke nur bis Duisburg geht. Nächster Halt ist Essen-Steele und dort kommt die S6 dazu. Das heißt, von der letzten Station bis zu dieser hier Essen-Steele Ost ist die S3 dazu gekommen und jetzt kommt bis zur nächsten Station schon die nächste Linie dazu, nämlich die S6 aus Köln und Düsseldorf, meine ich. Und ja, immer da aus der Gegend, was da noch für Städte sind. Ist auch nur 1 Kilometer. So, gehen wir mal ein bisschen Gummi. So, und das ist, müsste schon die S6 sein. So, jetzt hier auf, kommen wir auf ein Level. So, und das ist eine... Weiß ich gar nicht. So, Essen-Steele. Was ich hier wahrscheinlich auch problematisch finde, das könnte ich mir problematisch vorstellen, die Barrierefreiheit, weil hier, wenn das so in der Kurve liegt, wenn es andersrum die Kurve ist, dann ist die Bahn ja immer sehr hoch. Also, das ist wahrscheinlich relativ problematisch. Okay, interessant, hier halten wir auch ganz vorne. So. Können wir die noch angucken, wo die hingefahren ist? Da. Können da noch hinfliegen, perfekt. Gucken, was das für eine ist. Also für mich sieht das so aus, als ob... Als ob hier die beiden in die Richtung fahren und hier in beide Richtungen. Das ist eine S1. Ja, dann fahren hier auf jeden Fall in beide Richtungen. Oh, da hat es kurz geladen. Beide verriegeln. Türen schließen. Und dann geht's weiter. Jetzt sind wir schon eine Minute hinterher. Jetzt haben wir auch nur 495 Punkte bekommen. Nicht gut. So. 120 dürfen wir jetzt wieder, nachdem jetzt 100 war. Und jetzt ist die nächste Station schon Essen Hauptbahnhof. So, geben wir Gas. 4 Kilometer, okay, das ist jetzt ein sehr langer Abschnitt. Aber in Bochum war ja auch zwischen Höntrop und Ehrenfeld ein langer Abschnitt. Aber trotzdem, für in der Innenstadt, also hier ist das schon ein langer Abschnitt, weil in Bochum war das ja außerhalb ein bisschen. Da gab es ja noch Ehrenfeld, das war ja dicht dran am Hauptbahnhof. Aber das hier ist ja 4 Kilometer, ist ein langer Abschnitt. Da muss ja hier gar nichts sein. Sonst wundert mich das ein bisschen. Na gut. So. Hier gibt es irgendwie ein Crossover oder so. Keine Ahnung. Und jetzt gibt es nochmal ein Crossover irgendwie? Nee. Ah, da kommen andere Gleise dazu. Okay. Keine Ahnung, muss ich nicht verstehen. So. Vielleicht die aus Gelsenkirchen, das kann gut sein natürlich. Oder sind, nee, hier kommen die aus Gelsenkirchen, genau aus dem Norden. So, oh, 100. 100. Ah, komm. So. Und hier sind wahrscheinlich ganz viele Abstellanlagen, würde ich jetzt mal schätzen. Und mit 100 dürfen wir auch einfahren in den Hauptbahnhof. Perfekt. So. Hier sind rechts kommt dann die Strecke aus dem Norden hinzu und ganz viele Gleise zum Abstellen, denke ich mal auch. Nochmal eine Linkskurve. Ups.
Mal gucken, wann wir den Hauptbahnhof sehen. So. Ist ja relativ grün hier. Also Bäume auf den. Also. Uiuiui. Nett. So, da hinten irgendwo. Da hinten ist das Einfahrsignal. Hier kommen nochmal Gleise hinzu. Das sind wahrscheinlich die auch vom Norden. So, und da ist der Hauptbahnhof. In der Rechtskurve gelegen. Neben den Hochhäusern. Ich kann auch nicht mehr zoomen irgendwie. Komisch. Ich hatte das, glaube ich, schon mal dieses Problem. Jo, also diese Kurve ist doch niemals 100 km/h. Also, heilige Scheiße. Naja, gut. So. Und da vorne halten wir an. Wir sind deutlich weniger behind. So, an Gleis 7. Oh, sind wir leider knapp drüber gefahren über das Sperrsignal. Egal. So, Essen Hauptbahnhof, da wären wir. Die haben auch hier ein sehr interessantes Konzept, dass die hier 4 Gleise an einem Bahnsteig haben und genau. Hier ist eben noch ein separates Gleis. Ich glaube, am anderen Ende ist es dann genau andersrum. Oh, wir müssen schon verriegeln. Genau, hier ist das Ganze andersrum. So. Essen West ist der nächste Bahnhof. Aber passt schon. Passt schon. Das wird da jetzt nicht ganz geil. Passend geil. So, was steht hier? Da. Ups. Kassel-Wilhelmshöhe. 12.15 Uhr. Ah, ja, ja. Das ist super. Lange hin. Da kommt eine andere S-Bahn. Es müsste eine S3 sein, weil das eine Einzeltraktion ist. Wenn ich gerade richtig liege. Jap. Eine S3 nach Hattingen Mitte. So. Und hier vorne war eine Geschwindigkeitserhöhung, glaube ich. Und hier geht es direkt wieder runter. Auf 100. Oder? Was stand da? Oder stand da einfach nochmal 120? Das kann natürlich auch sein. So, wahrscheinlich nur noch, einfach nochmal 120. So, Einfahrtssignal Essen West. Soll mit einer Minute sein? Ja, das würde passen. Ich denke, das passt. Da hinten viergleisig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und jetzt diese Kurve ist auch wieder brutal. Oder? Obwohl es geht. Ah, es ist schon ein ganz schöner Ruckler. Es geht aber. Oh, und hier sind wir etwas früher da. So macht man das. Ich meine, dafür bremsen wir auch ziemlich stark, aber... Gut, hier fahren wir jetzt ein bisschen drüber. Ist kein perfekter Halt oder kein sehr guter Halt. 495 nur. Na gut. So, Essen West. Zack. Und wann kommt uns die nächste... Ups, nicht da. Nee, up, da. Wann kommt uns die nächste S-Bahn entgegen? Warten wir mal. FU52. Oh, das ist ein bisschen... Uns ist ja auch... Ne, uns ist gerade ein S1 entgegengekommen. Müsste eigentlich ein bisschen früher kommen. So. Oh, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, aber wir fahren ein bisschen früher los. So. Essen-Frohnhausen. Nur 900 Meter auch, okay. Nächste Haltestelle. Essen-Frohnhausen. So. Einfach nur wahrscheinlich da um die Kurve oder sowas. Schätze ich mal.
Wir beschleunigen auch immer nur auf 100, nicht auf 140, was wir hier könnten. Obwohl, wir beschleunigen gar nicht auf 100. Hier ist der halt nämlich schon, oh interessant, so gesplittet. Ja, Richtungsverkehr ist hier wahrscheinlich. Drei Gleise für Regio die eine Richtung, Regio und Fernverkehr, und zwei Gleise für Regio Fernverkehr die andere Richtung. Hätte ich jetzt mal gesagt. Onkenstraße. 100% Bremsleistung, naja. Ja, ist hier irgendwie so aufgeteilt. 11.59 Uhr ist die nächste S3. 12.10 Uhr, also irgendwie, man kann, im Fahrplanmodus kann man die alle Viertelstunde fahren, das stimmt auch, in echt fährt die auch alle Viertelstunde, aber warum fahren die KI-Züge nur alle Halbstunde? Auf jeden Fall ist der Bahnhof jetzt nicht so der schönste, oder der Haltepunkt. So, und hier fahren wir wahrscheinlich Regio Richtung Essen und da Richtung Mülheim. Aber ich würde sagen, ja, das, wir haben uns noch 30 Sekunden Zeit und das nutzen wir doch. Oh, das ist ein schöner Screenshot hier nochmal. Ja, es geht weiter in der nächsten Folge. Und da geht's dann bis Duisburg durch. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Boah, lassen wir die doch mal die S-Bahn einfahren. Oh, durchfahren, hui. Das ist eine Durchfahrt davon. Okay. Ciao, Leute.